Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zum DSM, zum Distance Manager. Und nachdem wir im vergangenen Video bereits mit der Benutzerverwaltung den ersten Schritt gegangen sind und dort eine gewisse Komplexität der Anforderungen an das Passwort gesetzt haben, gibt es noch einen weiteren Schritt, den man unbedingt realisieren sollte und der persönlich zumindest bei mir schon des häufigeren auf meiner anderen Diskstation gegriffen hat und der hier tatsächlich dafür sorgt, dass nicht autorisierte Zugreifer oder Angreifer vielleicht sogar relativ zügig ihre Möglichkeiten verlieren. Hierfür geht man in die Systemsteuerung, in dem Punkt Sicherheit, und da findet man die Kontosicherheitseinstellungen. Und diese Einstellungen sind relevant und tatsächlich auch sehr, sehr wichtig für alle die, die ihre Diskstation ins Internet stellen, weil sie verhindern, dass zu viele Fehlversuche von ein und derselben Stelle durchgeführt werden können. Bei mir ist es so, es gibt immer wieder aus ein und demselben Land verschiedene Zugriffsversuche auf die Diskstation, die eben aufgrund dieser Einstellungen relativ zügig dann unterbunden werden, weil der Angreifer dann einfach keinerlei Möglichkeit mehr hat. Deshalb kann ich nur jedem dazu raten. Die Standardeinstellungen hier an dieser Stelle sind 10 Login-Versuche. Diese 10 Login-Versuche würde ich tatsächlich auf 5 senken. Die Zeit spielt meiner Meinung nach so erstmal keine extrem große Rolle, da wenn hier jemand versucht, automatisiert auf die Diskstation zuzugreifen und sie anzugreifen, dann wird der Nutzer sich nicht ewig Zeit dafür lassen. Das heißt, diese 5 Minuten so an sich funktionieren sehr, sehr gut. Mit diesen Einstellungen passiert nach dem 5. fehlgeschlagenen Login-Versuch Folgendes: Die IP-Adresse wird gesperrt und von dieser jener IP-Adresse kann der Nutzer dann keinen weiteren Versuch starten. Gleichzeitig erscheint dann hier unter Freigabe- und Blockierungsliste die blockierte IP-Adresse. Dort kann man sie stehen lassen bzw. auch wieder entfernen, falls es mal jemand ist, der einem eigentlich positiv gesinnt ist und der vielleicht nur etwas tollpatschig bei der Passworteingabe war. Was ich nicht setzen würde, ist der automatische Verfall von Blockierungen, eben von diesen Angreifern aus einem anderen Land. In meinem Bezug ist es gar nicht relevant, dass die jemals wieder deblockiert werden. Vielleicht verwenden die aber natürlich mittlerweile auch eine weitere IP-Adresse, da auch bei denen die vielleicht regelmäßig geändert wird. Nichtsdestotrotz brauche ich deren IP-Adresse oder deren blockierte IP-Adresse nicht und dementsprechend lasse ich sie auch blockiert. Ansonsten, wer das wünscht, der kann hier den automatischen Verfall der Blockierungen einstellen und kann sagen, nach wie vielen Tagen die Deblockierung wieder stattfinden soll. Wie gesagt, für mich hier nicht relevant. Wenn das mal relevant werden sollte, dann lösche ich das einfach aus der Liste der blockierten IP-Adressen heraus. Und gleichzeitig würde ich auch den Kontoschutz aktivieren. Auch hier gilt das Gleiche wie oben bei den IP-Adressen. Und hier sollte eben bei nicht vertrauenswürdigen Clients, die innerhalb von 5 Minuten, das kann sicherlich auch dieselbe Zeit sein, ein Login-Versuch starten, das Konto gesperrt werden. Hier würde der Kontoschutz nach 30 Minuten wieder aufgehoben worden werden. Das finde ich tatsächlich zu gering. Ich würde hier mal mindestens 120 Stunden einstellen. 120 Minuten. Weil auch wenn es mal nötig ist, kann dieses gesperrte Konto einfach hier wieder entsperrt werden, indem ich das Konto aktiviere und hier oben einmal auf Schutz aufheben klicke. Bei vertrauenswürdigen Clients, also bei Clients, die der Diskstation bekannt sind, kann das Ganze sicherlich ein bisschen höher sein. Da finde ich die 10 Zugriffe schon okay. Das Problem ist bloß, wahrscheinlich würde sich das Ganze dann hier mit der IP-Adresse beißen und deshalb muss man hier gucken, wie man das Ganze handhabt, damit man hier das nicht die IP-Adresse sperrt, aber das Konto entsperrt lässt. Und deshalb würde ich
dann auch hier tatsächlich auf die 5,5 runtergehen. Man hat hier dann eine einheitliche Maßgabe, die man ja auch grundsätzlich kommunizieren kann. Was man hier dann aber tatsächlich differenzieren kann, ist möglicherweise die Zeit, die es dauert, bis ein Konto entsperrt wird. Wenn also der Client dem System bekannt ist, dann kann man sich das Ganze hier auch etwas vereinfachen. Blockierte Clients, okay, haben wir jetzt nicht. Aber würde man hier an der Stelle dann im Zweifelsfall auch sehen. So, mit diesen Einstellungen, okay, wir haben nichts mehr geändert, genau, würde ich das Ganze dann auch soweit belassen. Es ist sicherlich diskutabel, man kann da sicherlich auch toleranter sein. Je mehr Login-Versuche man prinzipiell ermöglicht, desto einfacher wird es für einen Angreifer durch einfaches Ausprobieren, das Passwort zu erahnen. Und je nachdem, wie viele Informationen der mögliche Angreifer vielleicht hat, desto weniger Versuche braucht er insgesamt. Die verschiedenen Reiter werden noch weiterhin ein kleines Thema werden, vor allem auch das Thema Zertifikat. Was ich aber definitiv noch aktivieren würde, da es nicht schadet, ist der Schutz vor Denial of Service Angriffen. Wie man hier gut sieht, ist dann das Ganze separat für die verschiedenen Schnittstellen. Wir aktivieren es hier für die LAN-Schnittstelle. Auch die Firewall würde ich aktivieren, wobei man sich das ganz genau überlegen muss. Da man sieht hier die Default-Regeln oder Custom-Regeln als grundsätzliche Profile, die man auswählen kann. Aber da muss man sich tatsächlich mit den Regeln, also in den Default ist erstmal nichts hinterlegt. Okay, gut, wenn es keine Regeln gibt, dann ist das Aktivieren auch erstmal so relativ einfach. Aber auch das ist ein separates Thema, was man sich in Ruhe angucken sollte, damit man sich hier nicht im Zweifelsfall die, hier ist auch noch nichts hinterlegt, genau, die Benutzbarkeit der NAS zerstört. Das ist ja Blass, was erstmal deaktiviert, ist sicherlich ein Thema, was man perspektivisch unbedingt betrachten sollte. Und beim Thema Sicherheit, und das gehört irgendwie auch mit zur Benutzersicherheit, ist die Frage, wie lange dauert es, bis man automatisch ausgeloggt wird? Ich denke, dass 15 Minuten eine gute Zeit sind. Also länger bin ich nicht am PC, ohne am System aktiv zu arbeiten. Und selbst wenn, dauert der eigentliche Login dann, was weiß ich, 10 Sekunden. Also halb so wild. Dafür habe ich aber einen gewissen Schutz. Und wie man hier sieht, sind schon gewisse Schutzmaßnahmen aktiviert. Ich würde auch nicht zulassen, dass DSN im iFrame eingebettet wird. Die gespeicherten Benutzeranmeldesitzungen würde ich immer wieder löschen. Und wenn man möchte, kann man sich über geänderte IP-Adressen informieren lassen. Aber ich glaube, das ist relativ nervig und wird niemanden tatsächlich viel nützen. Aber das ist Geschmackssache. Proxys, auch ein separates Thema, sollte man jetzt hier nicht betrachten. Also werden wir jetzt hier nicht betrachten, wer hinter einem Proxy-Server steht und möglicherweise Kontakt zum Internet über einen Proxy-Server aufbaut. Der wird hier definitiv nachstellen müssen, damit die DSM auch so funktioniert, wie man sich das wünscht. Okay. Aber das soll es nun gewesen sein zu den grundsätzlichen Einstellungen, die zur Benutzerkontensicherheit gehören.
Diese Einstellungen sollte man sich näher betrachten. Über die Zahlen kann man streiten, die Zahlen sind sicherlich flexibel. Aber aktivieren sollte man diese verschiedenen Schutzmechanismen definitiv, damit man sich schützt. Seine NAS, die man ins Internet stellt, braucht Schutz. Die braucht zum einen diesen Schutz hier intern, sicherlich auch weiteren Schutz, möglicherweise von einer Firewall im Router oder von weiteren Konstrukten, die man sich im Rahmen der Netzwerksicherheit überlegen könnte. Aber da wir uns ja nur das Produkt DSM angucken, sollten diese Schutzmaßnahmen hier in DSM aktiviert werden. Okay, das soll es dann hier mit diesem langen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Allen noch einen schönen Tag und bis bald.